Wie cool ist das denn bitte? Wir sind ein echter Enderdrache. Wie das aussieht, ey. Alter. Das ist so cool. Lycopa Rückwärtssalto. Super Delfin. Rettet die Welt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verwandeln mit Lycopa. Heute geht es richtig ab. Wir sind heute wieder im Freibad, werden uns in Babymops verwandeln und erhalten deren Effekte. Wir werden als Enderdrache fliegen und alles vernichten. Als Babyskelett Pfeile schießen. Als Delfin irre hoch aus dem Wasser hüpfen und vieles mehr. Ohne Mist, das wird echt witzig. Hier haben wir wieder unseren Parcours mit 7 Hindernissen. Wie gehabt, über einen Block hüpfen, dann über 2, unter Stufen krabbeln, durch eine Tür, scharf nur mit Fähigkeiten besiegen. Danach dürfen wir keinen Fallschaden bekommen, in Lava schwimmen und zum Schluss die Wasserrutsche, wo wir unter Wasser atmen müssen. Jedes Hindernis gibt einen Punkt. Hier habe ich wieder eine Tabelle gemacht. Das sind unsere Kandidaten. Am Ende gibt es einen Bonuspunkt für die Herzen. Aber auch dieses Mal gibt es einen großen Preis. Der Gewinner bekommt das kolossale TNT. Das ist perfekt fürs Freibad. Hier. Sollten wir das zünden, wird es gigantisch groß. Wie ein Wasserballon. Ein Spaß für die ganze Familie. Yay! 1.488.000 Blöcke werden damit zerstört. Ich glaube, wir sollten loslegen. Moment. Hey, was machen Sie da? Nein, das ist mein Würstchen. Bevor wir uns in den Enderdrachen verwandeln, als erstes werden wir zum Babyskelett direkt verwandelt. Oh, schaut euch den an. Mit dem großen Schädel. Lol, guckt euch das an. Als ob. Wir können als Babyskelett sogar auf unseren Würstchen reiten. Wie cool ist das denn bitte? Als Babyskelett können wir sogar alle Items in der Hand halten. Das gefällt mir jetzt schon, wie wir die wegwerfen. Tag auch. Ja, ist ja gut. Ich sammle die wieder auf. Kein Dreck auf den Boden werfen. Nein, Lupi. Ach, komm schon. Ich bin kein Knochen. Ich bin ein Freund. Ich bin doch der Lycopa. Ah, Spaß beiseite. Wird das Babyskelett den Parcours meistern? Wie viele Punkte wird er bekommen? Finden wir es heraus. Ab geht's. Als erstes über einen Block. Gar kein Problem. Punkt fürs Skelett. Dann über 2 Blöcke. Wir als Skelett sind richtig sportlich. Das scheint nicht zu funktionieren. Aber wir haben eine Geheimwaffe. Macht euch bereit für den Pfeil und Bogen. Dieses Hindernis wird uns niemals aufhalten. Sesam, öffne dich. Okay, ich habe alles, was in meiner Macht steht, probiert. Dann unter Stufen. Leider können wir uns nicht hinlegen oder unsere Knochen drunter schieben. Kein Punkt für uns. Aber die Tür, auch das ist easy gemeistert. Nice. Als nächstes haben wir das Schaf. Hallöchen, was geht bei dir? Okay, Schaf. Schaf, hör mir zu. Wir müssen dich besiegen, damit wir einen Punkt bekommen. Aber ich bin kein Tierquäler. Ich habe eine Idee. Ich werde dich einmal abschießen. Wenn du Schaden bekommst, dann haben wir die Aufgabe geschafft. Und du darfst weiterleben, okay? Deal? Nein, keine Angst. Das wird nicht wehtun. Versprochen. Schaf? Schaf! Oh no! Ich glaube, wir sollten weitergehen. Als nächstes Fallschaden. Direkt hochgeklettert. Da sind wir schon. Jetzt geht's ab. Anlauf genommen. Alle hepp. Ah! Mist, wir haben Schaden bekommen. Das gibt keinen Punkt. Als nächstes haben wir Lava. Schwimmregel Nummer 1. Wasserwärme immer zuerst mit dem Bein testen. Und was mache ich hier eigentlich? Let's go! Oh oh, oh nein, wir bekommen Schaden. Ich bin tot. Wow, das ist ja fantastisch. Und natürlich haben wir noch die Wasserrutsche. Direkt hochgeklettert. Okay, das sieht gefährlich aus. Los, Bein, du zuerst. Oh nein, mein Bein rutscht die Rutsche runter. Los, hinterher, runterrutschen. Ich liebe diese Verwandlungsmod. Leider bekommen wir unter Wasser keine Luft. Demnach hier die Tabelle. Für jedes geschaffte Hindernis erhalten wir einen Punkt. 2 Punkte für 9 Herzen. Somit haben wir 5. Leute, jetzt geht's ab. Als nächstes haben wir den Baby Wither. Direkt verwandelt. Oh yeah. Da ist er schon. Bedrohlich. Und zum Drachen kommen wir noch. Der hat richtig viele Herzen. Das ist auch nicht mehr witzig. Dafür sollten wir ihm Punkte abziehen. Wir sind ein echter Wither. Los geht's mit dem Parcours. Nehmen wir die Beine zur Hand. Moment, ich habe gar keine Beine. Los geht's mit dem Parcours. Über einen Block, gar kein Problem. Punkt für uns. Dann über 2 Blöcke. Als Wither können wir natürlich fliegen. Auch das Hindernis easy gemeistert. Als nächstes unter Stufen. Okay, das klappt leider nicht. Moment, als Baby Wither können wir Wither-Köpfe schießen. Das sind keine Wither-Köpfe. Ich glaube, wir wurden als Wither adoptiert. Aber egal. Hauptsache, das Hindernis ist weg. Das Freibad brennt. Nicht schon wieder. Als nächstes haben wir die Tür. Da passen wir leider nicht durch.
Was? Bitte was? Hä? Als ob wir mit 3 Köpfen durch eine Tür passen. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Der Wither schummelt doch. Der sollte disqualifiziert werden. Weiter geht's mit dem Schaf. Auch das können wir easy grillen. Dieses Schaf wird das letzte Mal gemäht haben. Okay, nächstes Hindernis. Fallschaden. Das ist echt billig. Wir sind ein Wither. Wir können fliegen. Der Wither ist der Burner. Der packt alles. Schaden niemals. Wir bekommen in Lava Schaden. Dafür bekommen wir keinen Punkt. Und zum Schluss die Wasserrutsche. Ab geht die Fahrt. Wasser bekommen wir keinen Schaden. Sollten wir allerdings tauchen, dann erhalten wir keine Luft. Auch hier die Tabelle. Für die Herzen gibt es 3 Bonuspunkte. Somit kommen wir auf 9. Das ist echt nicht schlecht. Okay, bevor wir zum gefährlichen Drachen kommen, wollte ein kleines Kaninchen unbedingt mitmachen. Tada! Guck mal, wie niedlich. Oh, das ist so cool. Oh, das ist so süß. Hallöchen. Wie wir rumhüpfen. Das ist echt toll gemacht. Wir haben schon so oft mit der Mod gespielt, aber ohne Mist. Dieser Mod macht einfach so einen Spaß. Hey Bewohner, hast du einen Keks für mich? Nein, ich will keine Karotte. Ich bin doch eine Koopa. Ich will Kekse. Du Blödmann. Nicht lange warten. Mal schauen, wie sich das Kaninchen schlägt. Springen wir direkt in den Parcours. Auf geht's. Wie ein Flummi mit Fell. Was nicht heißt, dass ihr euer Kaninchen durch die Gegend werfen solltet. Über einen Block hüpfen. Gar kein Problem. 2 Blöcke? Ich bitte euch. Wir sind ein Kaninchen. Dafür bin ich geboren. Danach Unterstufen. Das ist gar kein Thema. Da muss ich nicht mal meine Ohren einziehen. Nächstes Hindernis, die Tür. Auch da kommen wir durch. Haha, wieder Osterhase. Der kommt auch überall rein. Okay, Leute, jetzt wird's etwas schwierig. Wie können wir das Schaf besiegen? Kann ich das nicht anmalen und in ein Osterei verwandeln oder so? Moment, ich habe eine Idee. Ich bin der Osterhase und habe das Schaf versteckt. Natürlich gibt das einen Punkt. Bekommen wir als Kaninchen eigentlich Fallschaden? Ich weiß es nicht. Bewohner, fang mich auf. Yes, dankeschön. Das gibt einen Punkt. Und die Lava nicht vergessen. Kaninchen braten niemals. Als Kaninchen werde niemals sterben. Nicht mit mir. Wir sind gestorben. Und die Rutsche nicht vergessen. Auch diese runtergeslidet. Ab geht's. Oh yeah. Können Kaninchen eigentlich schwimmen? Ich würde es nicht ausprobieren. Und schon sind wir unten angekommen. Direkt auf Tauchstation. Als Kaninchen bekommen wir keine Luft. Auch hier die Tabelle. Wir haben 1,5 Herzen. Dafür gibt es keinen Punkt. Aber somit kommen wir auf 5. Genauso wie das Skelett. Okay. Jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Was? Nein, ihr bekommt keine Freibad-Pommes von mir. Wir verwandeln uns in den Enderdrachen. Ich habe die Kamera extra weit nach hinten gestellt, damit man was sehen kann. Seht ihr mich? Hier, ich bin der gelbe Fleck auf eurem Bildschirm. Hallo, ich winke. Anders geht es nicht. Wir verwandeln uns. Der Enderdrache. Oh yeah. Wie cool ist das denn bitte? Wir sind ein echter Enderdrache. Sowas habe ich noch nie gesehen. So gut. Wir können fliegen. Wir müssen nur in die Richtung schauen. Es entsteht Nebel. Wir sehen nicht so viel. Lol. Wir haben sogar eine eigene Bossleiste. Das ist mega awesome. Unsere Freunde sehen sogar, dass wir als Boss auf einem Server sind. Aber nach kurzer Zeit werden wir blind und verwandeln uns zurück. Haben die Bewohner eigentlich keine Angst vor uns? Wir sind doch ein Enderdrache. Also meine Badehose wäre gelb. Wie sollen wir das hinbekommen? Wir sind viel zu groß. Okay, wir versuchen unser Glück. Ich glaube, wir haben 2 Hindernisse auf einmal gemeistert. Kann das sein? Wir passen als Enderdrache nicht unter die Stufen? Nee, welch eine Überraschung. Wir können diese Drachenkugeln schießen. Damit können wir keine Blöcke zerstören. Wir kommen weder unter den Stufen durch, noch flutschen wir durch die Tür. Es ist so, wie das aussieht, ey. Alter. Oh, das ist so cool. Aber das Schaf, gar kein Problem. Einfach abschießen und es wird in die Luft geschossen. Haha. Wir können wirklich wie ein richtiger Drache leben und damit unsere Freunde erschrecken. Und wir werden lachen. Haha. Fallschaden bekommen wir nicht, aber in Lava erhalten wir Schaden. Okay, als Enderdrache passen wir nicht auf die Rutsche. Das kannst du vergessen. Das geht gar nicht. Gar keine Chance. Eher passt die Rutsche in den Drachen. Moment, das ist kein Freibad, das ist eine Pfütze. Spaß beiseite. Auch hier die Tabelle. Wir haben sehr viele Herzen. Es gibt 3 Extrapunkte und kommen somit auf 7. Damit sind wir aktuell auf dem 3. Platz. Als nächstes haben wir noch den Baby-Delfin. Auch in diesen werden wir uns verwandeln. Da sind wir schon. Oh, der ist so süß. Schaut euch den mal an. Oh mein Gott. Wir können sogar Items in unserer Flosse halten. Oh, das ist so witzig. Oh, das ist so cool. Oh mein Gott. Was? Bitte was? Was passiert hier?
What? Wir sind ein Delfin und schießen wie eine Rakete aus dem Wasser? Hä? Das ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Super Delfin, rettet die Welt. Ba, ba, da, 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 da. Ich will nicht wissen, was die Bewohner von uns gerade denken. Oder wenn ihr mit euren Freunden auf einem Server seid und so durch die Gegend geschossen werdet. Spaß beiseite. Parcours mit dem Baby-Delfin. Das gehen wir schnell durch. Über einen Block. Das gibt einen Punkt. Dann über zwei Blöcke. Gar kein Problem. Wir machen die Rakete. Take off. Super Delfin, rettet die Welt. Dann die Stufe. Jawohl, da lacht doch die Sonne. So klein, dass wir drunter durchflutschen. Als nächstes die Tür einfach öffnen, durchgehen. Leider können wir das Schaf nicht bekämpfen, aber wir können schwarzen Rauch verteilen. Sind wir ein Tintenfisch oder was? Irgendwas stinkt hier doch. Wir können an Land leben, hochschießen, Tinte versprühen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Dann der Fallschaden, auch hier hochgeklettert. Direkt Anlauf nehmen und runterspringen. LOL, wir bekommen nicht mal Fallschaden? Das gibt ein Pünktchen für unser Delfünchen. Als nächstes Lava. Jetzt kommt der Lycopa Rückwärtssalto. Super Delfin, rettet die Welt. Ich glaube, wir haben gegrillten Fisch. Und natürlich die Rutsche nicht vergessen. Direkt runtergerutscht. Für unseren Delfin gar kein Problem. Die Königsdisziplin. Unter Wasser können wir atmen, aber das Beste ist noch immer, dass wir uns in den Himmel schießen können. Also das toppt wirklich alles. Damit ist der Gewinner für die vierte Folge von Lycopa verwandelt sich. Der Baby Wither. Der darf das TNT zünden. Er bekommt das kolossale TNT. Oh Junge, jetzt geht's ab. Bewohner, haltet euch am Beckenrand fest. Hä? Ist es weg? Nein, es hat funktioniert. Oh nein, wir müssen weg. Wir müssen ganz schnell weg. Okay, es scheint zu hängen. Ich glaube, Minecraft ist gerade abgestürzt. Aber vielleicht ist es besser so. Natürlich gibt es noch viel mehr Mobs, in die wir uns verwandeln können. Alle Folgen, wo wir zum Beispiel als Hexe Tränke geworfen oder als Kugelfisch gespielt haben, werde ich auf dem Bildschirm verlinken. Das war die fünfte Folge von Lycopa verwandelt sich. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das war der Copper. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.